Liebe Frau Präsidentin Dr. Knobloch, liebe Münchnerinnen, liebe Münchner und vor allem liebe jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich begrüße Sie heute zum Gedenken aus Anlass des 82. Jahrestages der antisemitischen Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Wie wichtig dieses alljährliche Gedenken ist und wie zentral die Erinnerung an die Barbarei von damals für den Fortbestand unserer demokratischen Gesellschaft und unserer humanen Gesellschaft auf immer bleibt, das zeigt uns die Ausbreitung des Antisemitismus heute wieder einmal mehr als deutlich. Ein gutes Jahr ist der rechtsterroristische Anschlag auf die Synagoge von Halle inzwischen her und geändert hat sich seither leider sehr wenig. Mehr als 2000 antisemitische Straftaten wurden in Deutschland im letzten Jahr gezählt, fast alle mit rechtsextremistischem Hintergrund. Synagogen müssen von der Polizei bewacht werden und dabei reichen die herkömmlichen Maßnahmen nicht einmal mehr aus. Aber bleiben wir einfach nur mal bei uns und denken wir etwa an Max Brüm, den Jugendtrainer des jüdischen Sportvereines TSV Maccabi, der Ende Mai im Englischen Garten von einem Unbekannten massiv antisemitisch beleidigt worden ist. Oder an Rabbiner Shmuel Aaron Brodmann, der hier im Juli ebenfalls auf offener Straße von 4 Männern bedrängt, bedroht und beschimpft wurde. Und das auch noch vor Zeugen, die weder eingeschritten sind, noch irgendwie geholfen haben. Fest steht, jüdische Menschen leben in Deutschland gefährlicher als andere. Und jetzt werden Jüdinnen und Juden auch noch als Verursacher und Profiteure der Corona-Krise geschmäht. Dabei nutzen Rechtsextreme und Islamisten die Pandemie, um mit gezielten Verschwörungsfantasien den Judentass weiter anzuheizen, nach altbekannten Muster. Das fängt bei der Diffamierung von Juden als Brunnenvergiftern zu Pestzeiten an und reicht über Martin Luthers unsägliche theologische Dämonisierung bis hin zu den gefälschten antisemitischen Protokollen der Weisen von Zion und der Ideologie von der sogenannten jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Daran haben die Nazis mit ihrer perversen Rhetorik bekanntlich nahtlos angeknüpft. So auch Josef Goebbels bei seiner antisemitischen Hetzrede vom 9. November 1938 im Münchner Alten Rathaussaal. Wobei der Propagandaminister des Pariser Attentat von Herschel Greenspan auf den deutschen Diplomaten Ernst von Rath ebenfalls als Teil der jüdischen Weltverschwörung dargestellt und damit das Signal zum Losschlagen gegeben hat. Überall in Deutschland brannten daraufhin die Synagogen, wurden jüdische Geschäfte demoliert und geplündert, Wohnungen ausgeraubt, jüdische Bürgerinnen und Bürger in Angst und Schrecken versetzt, gejagt, schikaniert, erniedrigt, verhaftet, verschleppt, misshandelt, ja und sogar ermordet. Womit der Weg geebnet war für die schrittweise Radikalisierung der Judenverfolgung, von der kompletten Ausgrenzung und Enteignung bis hin zu den Deportationen und dem Massenmord in den Todeslagern. Allein in München wurden in dieser Nacht vor 82 Jahren rund 1000 Jüdinnen und Juden von der Gestapo verhaftet. Die meisten von ihnen kamen als sogenannte Aktionshäftlinge ins Konzentrationslager Dachau, wo viele von ihnen an den Folgen der Misshandlungen und der Entbehrungen gestorben sind. Die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 war ein Akt von verordnetem Staatsterror, der eben gerade nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit verübt wurde, sondern ganz bewusst unter den Augen der Öffentlichkeit und mit deren Einbeziehung. Auch in den Tagen nach dem Pogrom waren die Folgen der Zerstörung unübersehbar. Doch so beschämend und unfassbar das, was in dieser Nacht geschah, auch war. Ein öffentlicher Aufschrei der Empörung oder gar ein Eingreifen der Behörden blieben aus. Von keiner Seite wurde ein nennenswerter Protest gegen dieses Unrecht laut. Anfang dieses Jahres hat uns der israelische Staatspräsident Rivlin bei seiner Rede vor dem Bundestag anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz sehr versöhnlich ins Stammbuch geschrieben. Wir bewundern die Bemühungen Deutschlands und seine Rolle im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus.
Aber gleichzeitig wissen wir heute, dass dies kein Kampf ist, der ein für alle Mal gewonnen werden kann. Dies ist ein Kampf, den wir von Generation zu Generation weiterführen müssen, um das Übel bei der Wurzel zu packen, wo immer es wächst, Tag für Tag. Wir dürfen nicht nachgeben. Deutschland darf hier nicht versagen. Soweit Staatspräsident Rivlin. Wir dürfen hier nicht versagen. Und deshalb reicht es einfach nicht mehr aus, angesichts der ständigen Attacken auf Jüdinnen und Juden, das Unheil nur ebenso regelmäßig öffentlich anzuprangern und dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Es kann und darf nicht sein, dass antisemitische Parolen im Alltag unwidersprochen bleiben und Jüdinnen und Juden bei antisemitischen Übergriffen alleingelassen werden. Nicht hinschauen oder wegducken ist ein für alle Mal vorbei. Stattdessen brauchen wir dringend noch mehr Zivilcourage und unbedingt auch einen kritischen und selbstkritischen Umgang mit antisemitischen Kontinuitäten und Tendenzen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dazu müssen wir uns jeden Tag aufs Neue selbst verpflichten. Und noch etwas sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, sofern wir es nicht ohnehin im Herzen führen. Nämlich, was für ein unermessliches Geschenk und was für ein großer Vertrauensbeweis das trotz allem hier wieder blühende jüdische Leben für unsere Gesellschaft bedeutet. Wenn uns das nicht mit Macht dazu drängt, aus humanistischer Überzeugung und aus tiefstem Herzen Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft zu üben, dann haben wir all die wohlwollende Zuwendung und das in uns gesetzte Vertrauen nicht länger verdient. Aber dazu darf es und dazu wird es nicht kommen, meine Damen und Herren. Den unbedingten Willen dazu bezeugen wir einmal mehr mit dem heutigen Gedenken und der Erinnerung an die nationalsozialistische Barbarei der Pogromnacht von 1938. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, haben Sie, vielen Dank für Ihre einführenden Worte, die uns in diesem besonderen Jahr noch mehr bedeuten als in der Vergangenheit. Sie haben sich auch heuer und auch unter den aktuell erschwerten Umständen mit derselben Hingabe für das Gedenken am heutigen 9. November eingesetzt, wie schon in den Vorjahren. Dafür danken wir Ihnen. Es schmerzt mich sehr, dass wir 2020 nicht wie sonst im Alten Rathaus zusammenkommen, am historischen Ort, an einer Stelle, von der aus die sogenannte Reichskristallnacht heute vor 82 Jahren ihren Anfang nahm. Der Saal, in dem einst die Führungsriege der Nationalsozialisten die Gewalt entfesselte und das Tor nach Auschwitz aufstieß, ist alljährlich der Ort unseres gemeinsamen Gedenkens und unserer Erinnerung an die Opfer jener Barbarei. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich, denn die Gesundheit geht natürlich vor. Aber ich hoffe, dass wir die aktuelle Herausforderung überwinden und diesen Gedenktag im kommenden Jahr wieder wie gewohnt begehen können. Gemeinsam, vor Ort und vor allem mit vielen Gästen. Mit Ihnen, mit den Münchnerinnen und Münchnern. Und ich weiß, dass wir auch dann wieder einen Partner in Ihnen haben werden, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Dr. Häusler, sehr geehrter Herr Professor Dr. von Kranach, liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der große israelische Historiker und Überlebende des Holocaust, Saul Friedländer, sprach in einer Rede im Oktober des Jahres 2007 am Beispiel von Briefen seiner eigenen Eltern, die beide in Auschwitz ermordet wurden, über die Eindringlichkeit von Zeugnissen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945. Die Zitate aus den Briefen schloss Friedländer mit den folgenden Worten ab. 60 Jahre sind vergangen.
seit diese und zahllose andere Stimmen zu vernehmen waren. Und doch berühren sie uns, mag auch noch so lange Zeit verstrichen sein, mit einer ungewöhnlichen Stärke und Unmittelbarkeit, die weit über die Grenzen der jüdischen Gemeinschaft hinaus fortwirkt und die große Teile und mehrere Generationen der abendländischen Gesellschaft bewegt hat. Wenn wir dieses Schreien lauschen, dann haben wir es nicht mit einem ritualisierten Gedenken zu tun und wir werden auch nicht durch kommerzielle Darstellungen des Geschehens manipuliert. Vielmehr erschüttern uns diese individuellen Stimmen infolge der Arglosigkeit der Opfer, die nichts von ihrem Schicksal ahnten, während viele rings um sie das Ergebnis kannten und manchmal an seiner Herbeiführung beteiligt waren. Vor allem jedoch bewegen uns die Stimmen der Menschen, deren Vernichtung bevorstand, bis auf den heutigen Tag, gerade wegen ihrer völligen Hilflosigkeit, ihrer Unschuld und der Einsamkeit ihrer Verzweiflung. Diese Stimmen bewegen uns unabhängig von aller rationalen Argumentation, da sie den Glauben an die Existenz einer menschlichen Solidarität stets von neuem einer Zerreißprobe aussetzen und in Frage stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stimmen, von denen Friedländer spricht, liegen heute nicht mehr 60, sondern schon weit über 70 Jahre zurück. Ihrer zu gedenken, ist seit vielen Jahrzehnten unser Anliegen und unsere Verpflichtung. Dafür kommen wir am 9. November, aber auch an vielen anderen Tagen der Erinnerung zusammen, um den Überlebenden, aber auch uns selbst und schließlich den jungen Menschen, den nachfolgenden Generationen, die die Verantwortung einst erben werden, diesen Grundpfeiler unserer Gesellschaft näher zu bringen. Wir versammeln uns, um immer wieder mit erneuter Kraft und mit lauter Stimme zu sagen, wir vergessen nicht. Wir vergessen nicht, wie die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zwischen 1933 und 1945 ausgegrenzt, ausgeraubt und schließlich beinahe ausgelöscht wurde. Wir vergessen nicht, wie heute vor 82 Jahren auch hier in München die Scheiben klirrten, wie die Synagoge brannte und wie jüdische Menschen misshandelt, verschleppt und ermordet wurden. Wir vergessen nicht, wie jüdische Familien in München und ganz Deutschland nach 1933 die Luft zum Atmen genommen wurde, wie die Nationalsozialisten ihnen die Lebensgrundlagen entzogen, bis ehemals stolze bürgerliche Existenzen bettelarm und verzweifelt waren. Wir vergessen nicht die jüdischen Münchner, die das NS-Regime deportiert und ermordet hat. Ihre Namen sind hier im Gang der Erinnerung aufgezeichnet. Jeder, der sich vom Gemeindezentrum unserer Kultusgemeinde in die Hauptsynagoge bewegt, passiert sie. 4.500 Namen, 4.500 Leben. Wir vergessen nicht den unbegreiflichen, glühenden Hass, der all das angetrieben hat und der immer neue Abgründe der Unmenschlichkeit auftat und bis heute auftut. Wir vergessen nicht die Verbrechen der Nationalsozialisten gegenüber denen, die am wehrlosesten waren und die sich nicht verteidigen konnten. Wir erinnern an diese Menschen, um noch einmal mit Friedländern zu sprechen, in ihrer völligen Hilflosigkeit, ihrer Unschuld und der Einsamkeit, ihrer Verzweiflung. Daher gedenken wir in diesem Jahr am Gedenktag 9. November besonders der jüdischen Patienten
in Heil- und Pflegeanstalten und Behinderteneinrichtungen, die dem Wahn der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. 191 von ihnen, Männer, Frauen und Kinder, wurden am 20. September 1940, vor etwas mehr als 80 Jahren also, an die Bahnrampen der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar getrieben und in Züge gepfercht, die sie ins österreichische Hartheim brachten. Dort wurden sie sofort nach ihrer Ankunft mit Kohlenmonoxid ermordet. Verehrte Zuhörer, wenn wir heute von solchen Episoden hören, in denen uns die ganze Grausamkeit der nationalsozialistischen Tyrannei begegnet, stellt sich vielen von uns die Frage, wie konnte das geschehen? Warum gab es kein Einschreiten und keine Solidarität? Aber vor allem, wie konnte es sein, dass Menschen zu solchen Untaten überhaupt fähig waren? Die Antwort auf diese Frage, die wir uns leider auch in der Jetztzeit immer öfter stellen müssen, ist in den über 70 Jahren seither stets dieselbe geblieben. Es ist Hass, genauer gesagt Judenhass. Dieser Hass ist seitdem stets derselbe geblieben. Er betäubt das menschliche Mitgefühl heute noch ebenso potent wie vor 60, 70 oder auch 80 Jahren. Auch in der Gegenwart müssen wir erleben, wie dieser Hass eine Schneise der Zerstörung durch unsere Städte zieht, wie er unsere Gesellschaft vergiftet, wie er die Grundlagen unseres Zusammenlebens mehr und mehr gefährdet. Einige wenige Namen genügen, um das Ausmaß des Problems heute zu verdeutlichen. Denken wir an Hamburg, an Dresden, an Paris, an Nizza und natürlich an Wien. Denken wir an Kassel, an Halle und an Hanau, an Christchurch, Pittsburgh und Pube. Überall begegnen uns extremistische Attentäter, denen ihr Hass den Blick auf die Realität verstellt. Überall begegnen uns jene, die kein Miteinander kennen, sondern nur ein gewaltsames Gegeneinander. Diese Menschen glauben heute, im Namen einer großen, schweigenden Mehrheit zu handeln oder irgendeine andere Legitimation zu haben. Zum Glück könnte nichts falscher sein. Die Extremisten und Mörder von heute handeln und sprechen nur für sich selbst. Die Mörder von heute handeln nicht im staatlichen oder gesellschaftlichen Auftrag, so wie das Pflegepersonal in Egelfing-Haar es im September 1940 tat. Die Täter von heute verlieren ihren moralischen Kompass und ihr Gewissen ganz allein. Sie sind Feinde und Gegenbilder unserer Gesellschaft, die für Offenheit und Toleranz und für Respekt einsteht. Doch diese Überzeugungen sind nicht in Stein gemeißelt. Wir haben schon einmal gesehen, wie aus einer freien und demokratischen Gesellschaft eine der schrecklichsten Diktaturen entstand, die die Welt je gesehen hat. Das geschah nicht über Nacht, sondern peu à peu. Steter Tropfen höhlte damals einen schon zu Beginn sehr weichen Stein. So weich ist, um im Bilde zu bleiben, unsere heutige Gesellschaft nicht. Aber auch heute erleben wir, wie immer mehr Menschen genau die Werte zurückweisen und bekämpfen, denen wir unser Zusammenleben in Frieden, Freiheit und Wohlstand verdanken. Wir erleben, wie politische Parteien, aber auch individuellen Hass statt Respekt wählen, Beleidigung statt Gespräch,
Gewalt und sogar Mord statt Austausch. Die jüdische Gemeinschaft bleibt unverändert primäres Ziel für alle diese Gruppierungen, ganz egal, aus welchem Teil des Spektrums sie kommen, ob rechts oder linksextrem oder Islamisten. Der Judenhass als kleinster gemeinsamer Nenner bleibt. Das spürt die jüdische Gemeinschaft auch in München sehr deutlich. Einschüchterungsversuche durch einen rechtsextremen Gefährder, physische Übergriffe und Beleidigungen, wie der Oberbürgermeister sie eben schon erwähnt hat, sind immer wieder Berichte von Angriffen und Anschlägen in Deutschland und aller Welt. Verehrte Zuhörer, Saul Friedländer sprach in seiner Rede auch von einem ritualisierten Gedenken, das es zu vermeiden gelte. Er spricht mir damit bis heute aus dem Herzen. Ein sinnentleertes Ritual darf die Erinnerung niemals werden. Sie muss aktiv sein und uns eben im Wortsinne erinnern, dass und warum in der Vergangenheit geschehen konnte, was geschehen ist. Nur so können wir erkennen, wie wir heute unserer Verantwortung gerecht werden können, zu verhindern, dass die Geschichte sich wiederholt. Die Schreie der hilflosen Opfer hallen bis heute nach, umso mehr am 9. November. Wir müssen sie hören, immer und immer wieder. Wir dürfen nicht taub sein für sie, so wie wir nicht blind sein dürfen für die neuen alten Gefahren in unserer Gesellschaft. Den Feinden jüdischen Lebens, den Feinden der Demokratie, den Feinden von allem, was unser Leben gut und lebenswert macht, müssen wir mit der Kraft des Gedenkens entgegentreten. Wir wissen, wir erinnern und wir werden nicht hilflos sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Anklageschrift des Oberreichsanwalts gegen Herschel Grünspan, Oktober 1941. Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, BJ 393/41G, Berlin, den 16. Oktober 1941. Geheim, Haft. Ausländer, zur Zeit der Tat jugendlich. Anklageschrift. Den berufslosen Juden Herschel Feibel Hermann Grünspan, zuletzt in Paris wohnhaft gewesen, geboren am 28. März 1921 in Hannover, ledig, Pole, angeblich nicht bestraft, am 7. November 1938 von der französischen Polizei festgenommen, am 15. Juli 1940 der deutschen Sicherheitspolizei überstellt und seitdem, zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Moabit in polizeilicher Schutzhaft, bisher ohne Verteidiger, klage ich an. Am 7. November 1938 in Paris durch dieselbe Handlung, erstens, das hochverräterische Unternehmen, den Führer und Reichskanzler sowie die Mitglieder der Reichsregierung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu hindern, ihre verfassungsmäßigen Befugnisse in einem bestimmten Sinne auszuüben, vorbereitet zu haben, wobei die Tat im Ausland begangen ist. Zweitens, aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch einen Menschen, den Gesandtschaftsrat Ernst von Rath, getötet zu haben, wobei der Angeschuldigte bei der Begehung der Straftat nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung einer über 18 Jahre alten Person gleich zu achten ist und die bei der Tat gezeigte besonders verwerfliche Gesinnung sowie der Schutz des Volkes eine Bestrafung wie bei einem Erwachsenen erforderlich macht.
Verbrechen nach § 81, 83 Absatz 2 und 3. Nummer 4, § 211, 73 StGB, § 1 und 4 der Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 4. Oktober 1939. Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen. Erstens. Die persönlichen Verhältnisse des Angeschuldigten. Der Angeschuldigte wurde als sechstes Kind der jüdischen Eheleute Sendel, Siegmund, Grünspan und Rivka, Regina, geborene Silberberg, in Hannover geboren. Er ist ebenso wie seine Eltern Angehöriger des ehemaligen polnischen Staates. Der Vater des Angeschuldigten, geboren am 17. September 1886 in Dmenin, Bezirk Radomsk, damals Russland, später Polen, reiste mit seiner Ehefrau am 18. April 1911 ins Reichsgebiet ein und ließ sich in Hannover nieder. Dort wohnte er mit seiner Familie bis zum 28. Oktober 1938 in der Altstadt, zuletzt Burgstraße 36. Von den Geschwistern des Angeschuldigten leben die am 31. Januar 1916 in Hannover geborene Esther Beile Bertha Grünspan und der am 29. August 1919 in Hannover geborene Markus Grünspan. Die übrigen Geschwister sind bereits verstorben. Die eingehenden Ermittlungen über die Familie des Angeschuldigten haben keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass bei ihnen krankhafte Erscheinungen in geistiger Hinsicht vorgelegen haben. Der Angeschuldigte besuchte von seinem sechsten Lebensjahre ab die Volksschule 1 in Hannover und wurde nach Erreichung seines 14. Lebensjahres Ostern 1935 aus der zweiten Klasse dieser Schule entlassen. Nach seiner Schulentlassung wohnte der Angeschuldigte bis zum 9. Mai 1935 bei seinen Eltern. An diesem Tage wurde er polizeilich nach Frankfurt am Main abgemeldet und besuchte dort, um zum Zwecke einer beabsichtigten Auswanderung nach Palästina die hebräische Sprache zu erlernen, die rabbinische Lehranstalt Yeshiva, in der er auch während seines Aufenthalts in Frankfurt am Main wohnte. Am 15. April 1936 kehrte er nach Hannover zurück und wohnte wieder bei seinen Eltern. Zweitens, die Abschiebungsmaßnahmen vom Oktober 1938. Die Eltern und die Geschwister des Angeschuldigten, Esther Beile sowie Markus Grünspan, wurden am 29.10.1938 im Zuge einer allgemeinen Maßnahme nach Polen abgeschoben. Die Gründe für diese Maßnahmen waren die folgenden. Unter dem 31. März 1938 erließ die polnische Regierung ein Gesetz über die Aberkennung der Staatsbürgerschaft, Czernik Ustaw Nummer 22 vom 01.04.1938. Nach Artikel 1b dieses Gesetzes konnte einem polnischen Staatsangehörigen, der im Auslande weilte, die polnische Staatsbürgerschaft aberkannt werden, wenn er nach Entstehen des polnischen Staates wenigstens 5 Jahre ununterbrochen im Auslande weilte und die Verbindung mit dem polnischen Staatswesen verloren hat. Die Verordnung trat nach § 3 nach Ablauf von 14 Tagen von ihrer Veröffentlichung angerechnet, also mit Ablauf des 29. Oktober 1938 in Kraft. Aus Hannover wurden insgesamt 484 Personen, unter denen sich auch die Eltern und Geschwister des Angeschuldigten befunden haben, mit Sammeltransporten nach Neubentschin abtransportiert. Postkarte von Bertha an ihren Bruder Hermann Grünspan in Paris, die ihn am 3. November 1938 erreichte. Die jiddischen Namen der Geschwister, die innerhalb der Familie verwendet wurden, waren Beile und Herschel. Lieber Hermann,
Du hast gewiss von unserem großen Unglück gehört. Ich beschreibe dir, was passiert ist. Donnerstagabend waren Gerüchte im Umlauf, dass alle polnischen Juden einer Stadt ausgewiesen worden waren. Dennoch sträubten wir uns, das zu glauben. Am Donnerstagabend um 9 Uhr ist ein Schupo zu uns gekommen und hat uns erklärt, dass wir uns unter Mitnahme der Pässe zum Polizeirevier begeben sollten. So wie wir waren, sind wir alle zusammen in Begleitung des Schupos zum Polizeirevier gegangen. Dort fand sich schon fast unser ganzes Stadtviertel zusammen. Ein Polizeiauto hat uns sofort zum Rathaus gebracht. Alle sind dorthin gebracht worden. Man hatte uns noch nicht gesagt, um was es sich handle. Aber wir haben gesehen, dass es mit uns aus war. Man hat jedem von uns einen Ausweisungsbefehl in die Hand gesteckt. Man sollte Deutschland vor dem 29. verlassen. Man hat uns nicht mehr erlaubt, wieder nach Hause zu gehen. Ich habe gebettelt, dass man mich nach Hause gehen ließe, um wenigstens einige Sachen zu holen. Ich bin dann in Begleitung eines Schupos fortgegangen und habe die notwendigsten Kleidungsstücke in einen Koffer gepackt. Das ist alles, was ich gerettet habe. Wir haben keinen Pfennig. Fortsetzung nächstes Mal. Herzliche Grüße und Küsse von uns allen. Bertha Grünspan. Benjin, zweite Baracke. Wenn wir gedenken, müssen wir uns erinnern. Um uns zu erinnern, müssen wir wissen, was war. Sprechen wir also darüber, was am 9. November 1938 geschehen ist. Dieser 9. November des Jahres 1938 ist ein Mittwoch, ein Werktag. Das Wetter an diesem Tag ist für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Am Morgen herrscht Frühnebel, später ist es bewölkt. Sprühregen trübt die herbstliche Atmosphäre. Der 9. November 1938 wirkt wie ein normaler Novembertag. Und doch, dieser Tag ist anders. Wer an diesem 9. November eine Tageszeitung kauft, stößt auf Besonderheiten. Die Seiten mit dem sonst reichhaltigen Veranstaltungs- und Kulturprogramm sind fast leer. Bereits am Vorabend waren in den Kaffeehäusern der Stadt, in Gaststätten, Kleinkunst- und Volkssängerbühnen sowie in Theatern und Lichtspielhäusern nur ernste Darbietungen zugelassen. Gänzlich untersagt hatte man Tanzveranstaltungen jeder Art. Und nun, am 9. November, versinkt die Metropole München scheinbar in einen urbanen Tiefschlaf. An diesem Mittwoch herrscht in der ganzen Stadt Arbeitsruhe. Fabriken, Betriebe, Geschäfte, Büros und Schulen bleiben geschlossen. Warum? Um Aufmerksamkeit zu lenken, um Klaköre an die Straßenränder der Innenstadt zu locken. Denn die NS-Führung, nun schon seit mehr als 5 Jahren an der Macht, plant ein Spektakel eigener Art. Am 8. 9. November wird der höchste Feiertag des nationalsozialistischen Festkalenders zelebriert. Dafür möchten die Propagandastrategen die große Bühne des öffentlichen Raums exklusiv nutzen. München ist, wie schon in den Jahren zuvor, Schauplatz dieses Großereignisses. Hier feiert das Regime sich selbst mit einem pseudo-religiös aufgeladenen Spektakel. Große Teile der Innenstadt sind in pathetische NS-Dekorationen gehüllt. Ganze Straßenzüge versinken im Fahnenmeer. Der Königsplatz ist mit Tribünen und Lautsprecheranlagen aufgerüstet. Eine akribische Regie sorgt für einen perfekten Ablauf der Inszenierung. Nahezu die gesamte NS-Führungselite hält sich in der Stadt auf.
um an den gescheiterten Putsch von 1923 zu erinnern. Und die Münchnerinnen und Münchner sollen als begeisterte und gläubige Gemeinde den öffentlichen Raum, die Straßen und Plätze füllen. Und damit die Bevölkerung auch wirklich die Gelegenheit nutzt, die Straßenzüge säumt und als billige Statisterie die Selbstdarstellung des Regimes wirkungsvoll untermalt, wird der 9. November 1938 zum arbeits- und schulfreien Tag deklariert. Das ist keine soziale Wohltat, sondern nüchternes Kalkül. Die nationalsozialistische Festregie hat nicht nur die massenwirksame Selbststilisierung im Sinn. Teil der Inszenierung wird auch eine vorbereitete Aktion gegen die Juden, denen in perfider Weise die Schuld für das Attentat auf einen in Paris akkreditierten deutschen Diplomaten zugeschrieben wird. Am Abend des 9. November 1938 geht vom Saal des Alten Rathauses in München das Signal für Gewalt und Terror aus. An diesem Ort stellt der Demagoge Goebbels vor prominenten Parteigrößen mit einer aggressiven Rede die Weichen für die reichsweite Pogromaktion. In München erfolgt der Auftakt für eine an Brutalität und Skrupellosigkeit einzigartige nächtliche Hetzjagd auf die Juden in Deutschland. Was in Deutschland, in München, in jener Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 geschieht, ist inzwischen gut erforscht. Es gibt keine Zweifel, dass Hitler selbst die Zustimmung zum Losschlagen gegeben hat, bevor er sich am Abend in seine Privatwohnung am Prinzregentenplatz zurückzieht. Wir wissen, dass es eine Gruppe sogenannter alter Kämpfer ist, der als Verband nationalsozialistischer Edelhonoration organisierte Stoßtrupp Hitler, die in dieser Nacht mit besonderer Brutalität und Effektivität operiert. Zitat von Josef Goebbels in seinem Tagebuch: Der Stoßtrupp Hitler geht gleich los, um in München aufzuräumen. Das geschieht dann auch gleich. Eine Synagoge wird zu Klump geschlagen. Zu der Truppe ortskundiger alter Kämpfer gehören zweifelhafte Lokalgrößen wie Julius Schaub, Hitlers langjähriger Adjutant, über dessen nächtliche Aktivitäten Goebbels anerkennend notiert: Schaub ist ganz in Fahrt, seine alte Stoßtrupp-Vergangenheit erwacht. Überall in Deutschland werden in dieser Nacht jüdische Geschäfte zerstört und geplündert, werden Synagogen abgebrannt, Wohnungen ausgeraubt, Tausende von Männern werden in Konzentrationslager verschleppt, zahllose Menschen werden in Angst und Schrecken versetzt, viele ermordet und eine unbekannte Zahl von Verzweifelten, von Hoffnungslosen wird in den Suizid getrieben. In München sind die Synagogen in der Herzog-Rudolf-Straße und in der Reichenbach-Straße Zielobjekte der enthemmten Marodeure. In der Innenstadt werden Geschäfte und Kaufhäuser verwüstet. Der jüdische Kaufmann Joachim Both wird in seiner Wohnung in der Lindwurmstraße kaltblütig erschossen. Etwa 1000 Männer werden allein in München verhaftet und als sogenannte Aktionshäftlinge in das nahegelegene Konzentrationslager Dachau verbracht. 24 von ihnen kommen ums Leben. In einer Nacht- und Nebelaktion nötigen hochrangige HJ-Funktionäre wohlhabende Münchner Juden zur Herausgabe riesiger Geldsummen. Aus Verzweiflung über die erlebte Gewalt und aus Angst vor neuen Ausschreitungen nehmen sich in den Tagen danach allein in München 18 Männer und Frauen das Leben.
Die Bilanz des Terrors ist erschütternd. Es steht außer Frage, dass die sogenannte Reichskristallnacht, und ich benutze bewusst diesen meines Erachtens zu Unrecht gemiedenen Begriff, es steht außer Frage, dass die sogenannte Reichskristallnacht einen Wendepunkt der NS-Politik gegenüber den Juden darstellte. Wir wissen heute, dass mit den Novemberpogromen die antijüdische Gewalt eine neue Dimension erreichte. Eine Dimension, die wir als unmittelbare Vorstufe für millionenfachen Mord, für eine industriell betriebene Vernichtung des europäischen Judentums bezeichnen müssen. Mit den nächtlichen Gewaltexzessen vom November 1938 wurde das Tor nach Auschwitz aufgestoßen. Und auch das Tabu des Mords an schwachen, behinderten und kranken Menschen, der im Mittelpunkt unseres heutigen Gedenkens steht, fällt nun endgültig. Rückt man die Dynamik der Novemberereignisse in einen größeren Zusammenhang, wird klar, wie es zur Gewalt am 9.10. November 1938 gekommen ist. Und es wird auch erkennbar, warum die Stadt München eine Schlüsselrolle für die Kristallnacht spielt. Die Novemberfeiern und die NS-Rituale sind 1938 stärker noch als in den Vorjahren von einer Aura aus Bedrohung und Gewalt geprägt. Die Machthaber haben sich im Lauf des Jahres 1938 in eine neue Dimension der Gefährlichkeit, der Rücksichtslosigkeit und der Zerstörungswut hineingesteigert. Die NS-Elite berauscht sich nach dem Anschluss Österreichs im Frühjahr 1938 an einem weiteren außenpolitischen Erfolg, dem sogenannten Münchner Abkommen, das Ende September 1938 im Führerbau am Königsplatz unterzeichnet wird. Hitler hat mit diesem unseligen Vertrag die europäischen Großmächte Frankreich und Großbritannien erfolgreich in die Knie gezwungen und seinem Regime einen enormen Prestigegewinn beschert. Aus einem Gefühl der Stärke und der Unangreifbarkeit heraus ist es für die NS-Parteiführung nur mehr ein kleiner Schritt zur Eskalation der antijüdischen Gewalt. Wer ungestraft elementare völkerrechtliche Konventionen brechen darf, muss bei innerstaatlichem Terror wohl kaum mit Sanktionen von außen rechnen. Noch vor dem Münchner Abkommen hat ein Ereignis auf der lokalen Ebene die aggressive Selbstgewissheit der NS-Führung gestärkt. Im Juni 1938 haben Bautrupps die repräsentative Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße abgerissen. Ein barbarischer Akt der Zerstörung, der seinesgleichen sucht. Es ist das erste jüdische Gotteshaus, das im nationalsozialistischen Deutschland auf Initiative und mit Rückendeckung kommunaler und staatlicher Behörden dem Erdboden gleichgemacht wird. Dass eine Obrigkeit derart rücksichtslos über fremdes Eigentum verfügen kann, mutet uns heute wie eine schwer vorstellbare Rechtsverletzung an. Auch im Sommer 1938 war dieser Vorgang eine ungeheuerliche Grenzüberschreitung und zum damaligen Zeitpunkt ein singuläres Ereignis. Das sollte sich aber schnell ändern, denn schon wenige Tage später fällt per amtlichem Dekret auch die evangelische Stadtpfarrkirche St. Matthäus in der Sonnenstraße den Abrissbirnen zum Opfer. Diese brachialen Maßnahmen sind nicht Folge einer spontanen Eingebung Hitlers, sondern werden mit Kalkül und Überlegung vollzogen.
Diese Zerstörungsakte haben experimentellen Charakter, sind eine Art Stimmungstest, der zeigen soll, wie die Bevölkerung auf eskalierende, radikale Formen staatlicher Willkür und bürokratischer Nötigung reagieren wird. Der ausbleibende Aufschrei der Entrüstung ist aufschlussreich und für das Regime ein willkommenes Signal. Ein Signal, das Zweifel ausräumt und dazu ermuntert, die perfiden Maßnahmen vor allem gegen die jüdische Minderheit noch weiter zuzuspitzen. Die Terroraktionen des 9. 10. November 1938 sind demnach keine isolierten Ereignisse, sondern müssen in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden. Die Pogrome haben eine Vorgeschichte, um genau zu sein, eine explizit Münchner Vorgeschichte. Und es erscheint durchaus nicht abwegig, die Ereignisse des Jahres 1938, den Anschluss Österreichs im Frühjahr, den Abriss von Hauptsynagoge und Stadtpfarrkirche im Sommer und das Münchner Abkommen vom September als Präludium, mehr noch als stimulierende Vorstufen für den November-Terror zu werten. Oder anders formuliert, ohne den Anschluss, ohne den reibungslosen Abriss der Hauptsynagoge und ohne das prestigeträchtige Münchner Abkommen hätte es im November 1938 vermutlich keine reichsweiten Pogromaktionen gegeben. Wichtig ist auch, die Münchner Gewaltexzesse sind keine punktuellen Einzelaktionen. Das Muster des Terrors folgt keiner willkürlichen, keiner spontanen Aktion. Fakt ist vielmehr, dass der Terror organisiert ist und die nächtliche Gewalt mit kalkulierter Systematik exekutiert wird. Hinzu kommt, dass die enthemmte Gewalt gegen Juden nicht im Verborgenen, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sondern für jedermann sichtbar ist. Kaum jemand kann sich in den Tagen nach dem Pogrom der Wahrnehmung der Brutalität, der ungezügelten Zerstörung entziehen. Die verwüsteten Geschäfte bilden ein unübersehbares Menetekel im Straßenbild. Soweit wir wissen, hat die weit überwiegende Mehrheit der Münchner und Münchnerinnen die Exzesse teilnahmslos beobachtet und äußerlich passiv hingenommen. Der gerade in dieser Situation so notwendige Aufschrei der Empörung bleibt aus. Und dennoch gibt es Hinweise, dass die Münchner auf die Pogromereignisse zwar schweigend, aber nicht unbedingt gleichgültig, nicht unbedingt emotionslos reagierten. Schon am nächsten Tag, am 10. November 1938, übermittelt der französische Generalkonsul folgende Beobachtung an das französische Außenministerium. Eine dichte Menschenmasse bewegt sich heute durch die betroffenen Viertel. Die Menschen sind passiv und schweigsam und lassen sich zu keinem Kommentar verleiten. Fragt man die Münchner aber einzeln, so verabscheuen sie im Allgemeinen diese Gewaltakte, was sie sich jedoch in der Öffentlichkeit nicht trauen würden. Und die Zeitzeugin Else Behrendt berichtet von, Zitat, Menschenansammlungen vor jüdischen Läden, wo man sich das Zerstörungswerk ansehen wollte oder vor anfangs Vergessenen, deren Scheiben man jetzt zertrümmerte. Die Menge verhielt sich ruhig. Auch den Gesichtern war ganz selten einmal anzumerken, was ihre Besitzer dachten. Hier und da fielen Worte der Schadenfreude, aber auch solche des Abscheus konnte man hören. So muss man wohl davon ausgehen, dass zwar die Mehrheit der Bevölkerung den Terror ablehnt und verurteilt,
nicht wenige aber auch Zustimmung und Wohlwollen signalisieren, dass man nun endlich, wie es die NS-Propaganda schon seit 1933 immer lauter fordert und ankündigt, dass man nun endlich gegen die Juden vorgegangen ist. Darf man, ja muss man, den Münchnerinnen und Münchnern des Jahres 1938 ihre Mutlosigkeit und Schweigsamkeit im Angesicht des Terrors vorwerfen? Wo doch selbst die letzten, noch einigermaßen funktionsfähigen Antikörper im mit Hass und Mord durchsetzten Organismus des NS-Staates, ich spreche von den beiden großen christlichen Kirchen und deren führenden Repräsentanten, es nicht wagen, die brutale Aggression mit deutlichen Worten zu verurteilen, dass ein Pacelli, ein Faulhaber, ein Meiser im November 1938 wegschauen, wirft bis heute einen schweren Schatten auf das Führungspersonal der Kirchen. Ich komme zurück auf meine Eingangsworte. Wenn wir gedenken, müssen wir erinnern. Um uns zu erinnern, müssen wir wissen, was war. Mit dem Erinnern und Gedenken allein, das ist freilich nicht getan. Es muss uns auch gerade heute um die Bewahrung der demokratischen und mitmenschlichen Grundwerte unserer gegenwärtigen Ordnung gehen. Erinnerung und Gedenken sind zentrale Kategorien einer humanitären Ethik. Die Übernahme von Verantwortung und die mutige Entschlossenheit zum Handeln können sie jedoch nicht ersetzen. Wir sind jeden Tag gefordert, die Stimme und die Hand zu erheben, wenn Unrecht geschieht, andere diffamiert werden und das humanitäre Fundament unseres Gemeinwesens zerstört wird. Die Frage, die die Dichterin und Shoah-Überlebende Gerti Spies an den Anfang eines ihrer Gedichte gestellt hat, hat bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren. Was ist des Unschuldigen Schuld? Was ist des Unschuldigen Schuld? Wo beginnt sie? Sie beginnt da, wo er gelassen mit hängenden Armen, schulterzuckend daneben steht, den Mantel zuknöpft, die Zigarette anzündet und spricht. Da kann man nichts machen. Seht, da beginnt des Unschuldigen Schuld. Brief von Helmut Silberberg aus Egelfing-Haar an Mutter und Tante. Egelfing, den 15. Januar 1939, Sonntagnachmittags. Meine liebe Mutter und Tante Elli, Gott hat uns Vernunft und Kraft gegeben, unser Geschick zu formen nach seinem Willen. Dazu ist es nie zu spät, aber auch nie zu früh. Bedenkt doch einmal meine Jugend. Erst im 20. Lebensjahre bin ich. Es ist doch jammerschade um jeden Tag, der mir hier verloren geht. Ich muss halt ins Ausland. Und zwar mit dir, liebe Mutter. Du weißt, ein jüdisches Sprichwort heißt, Gott heilt die Wunde vor dem Schlage. Sein Ratschluss wird schon recht sein. Dein innigster Wunsch war doch schon seit Jahren, mit mir zusammen zu meiner Lieblingsschwester nach Palästina zu fahren. Und sollte es nicht gehen, dass wir nach Palästina fahren, so müssen wir halt nach den anderen Geschwistern nach Buenos Aires fahren. Gebe Gott, dass wir alle noch einmal in Gesundheit und Frieden zusammenkommen. Ich bin schon so überzeugt davon, dass du mich bald holst, dass ich dir schon schreibe, nicht zu vergessen, einen Koffer für meine Garderobe mitzubringen.
so grüßt und küsst euch herzlichst in Liebe euer Helmut, der hofft, euch gesund wissen zu dürfen. Gott sei mit euch. Sehr verehrte Damen und Herren, Sie haben gerade den Hilferuf, den Helmut Silberberg von Egelfing Haar aus, die Heil- und Pflegeanstalt vor den Toren Münchens, an seine Mutter und an seine Tante richtete. Ich möchte da anschließen. Helmut Silberberg wurde 1919 in Hannover geboren. Seine Eltern waren polnische Juden, die nach Hannover gezogen waren. Helmut Silberberg zog im Dezember 1934 nach München in das Lehrlingsheim der israelitischen Kultusgemeinde in der Wagnerstraße 3 in Schwabing und absolvierte hier eine Gärtnerlehre. Im November 1936 erkrankte er erstmals und wurde in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing Haar eingewiesen. Sein Zustand besserte sich so, dass er 6 Monate später wieder entlassen werden konnte. Allerdings wurde er vor der Entlassung zwangssterilisiert. Im März 1938 wurde er erneut in Egelfing aufgenommen und blieb dort bis zu seiner Deportation am 20. September 1940 nach Hartheim. Die Krankenakte ist nicht mehr vorhanden. Doch im Archiv des Bezirks Oberbayern befinden sich Briefe von Helmut Silberberg an seine Mutter sowie an die behandelnden Ärzte. Aus diesen Briefen wird das verzweifelte Bemühen des 19-Jährigen deutlich, seinem erahnten Schicksal zu entgehen. Den Brief an die Mutter haben Sie ja schon vernommen. In einem weiteren Brief bittet er die Anstaltsleitung, ihn als polnischen Staatsbürger doch schnell nach Polen zu verlegen. Er wehrt sich heftig gegen die erlebte doppelte Diskriminierung. Er hatte aber offenbar einen Menschen in der Anstalt gefunden, von dem er sich verstanden fühlte, der Pfarrvikar der Anstalt. Er schreibt einen Brief an seinen behandelnden Arzt. Sehr geehrter Herr Medizinalrat Dr. Theobald, wie Sie ja wissen, habe ich heute, und ich nehme an, auf Ihre Anordnung hin, nicht in die Kirche gehen dürfen. Trotzdem, dass Herr Oberpfleger Klughammer, der des Öfteren zu scherzen beliebt, mich darauf vorbereitet hat, war ich innerlich empört über so viel Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Nicht, dass Sie etwa meinen, werter Herr Medizinalrat, dass dieser Brief im aufgeregten Zustand geschrieben ist. Ich bin völlig Herr meiner Regungen. Oder hätten Sie Verdacht oder Misstrauen, dass ich bei dieser Gelegenheit mit Herrn Pfarrvikar andere Sachen bespreche? Oder sollte diese schädliche Einschränkung etwa meiner Rasse gelten? Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich erstmal Ausländer bin und derart Gesetze für mich nicht existieren. Ende dieses Zitats. Der Pfarrvikar, mit dem Helmut Silberberg sprechen wollte, war Otto Staus, Pfarrvikar in Egelfing Haar und wie wir heute wissen, ein aktiver Gegner des Nationalsozialismus. Er informierte zum Beispiel Kardinal Faulhaber über die ersten Deportationen 1940. Doch dieser distanzierte sich von ihm. Es seien rein medizinische Angelegenheiten, in die er sich nicht einzumischen habe. Staus wurde auch für kurze Zeit in Schutzhaft genommen und dann von Haar endgültig versetzt. Wir verdanken Sibylle von Tiedemann diese Biografie. Sie hat auch kürzlich erst herausgefunden, dass Helmut Silberberg ein Cousin ersten Grades von Herschel Grünspan war, der den deutschen Machthabern den Vorwand zur sogenannten Kristallnacht lieferte. Vielleicht ist das auch der Grund, dass die Ärzte bei der Verlegung die Briefe behielten und sie deshalb uns erhalten geblieben sind. Am 20. September 1940 wurde Helmut Silberberger mit 190 weiteren Patienten aus der Heil- und Pflegeanstalt Haar in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz in Oberösterreich deportiert und dort mit Kohlenmonoxidgas ermordet. Über das Schicksal dieser Patienten möchte ich sprechen. Lassen Sie mich zunächst kurz Historisches zusammenfassen. Die überwältigende Mehrheit psychisch erkrankter oder behinderter Juden wurde vor 1933 in den zuständigen Heil- und Pflegeanstalten, in staatlichen oder karitativen Behinderteneinrichtungen oder in Privatkliniken behandelt. Es gab lediglich eine jüdische Heil- und Pflegeanstalt in Sayn bei Koblenz.
In Bayern gab es eine jüdische Station in der Heil- und Pflegeanstalt Lohr am Main. Doch ab 1933 wurde alles anders. Jüdische Menschen mit psychischen Erkrankungen wurden, wie viele andere erkrankte Reichsbewohner auch, im Rahmen des im Sommer 1933 verabschiedeten Erbgesundheitsgesetzes zwangssterilisiert. Wie viele von den ca. 400.000 zwangssterilisierten Menschen Juden waren, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Die zunehmende Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Bürger spürten auch in ähnlicher Weise die, die in Institutionen betreut wurden. Leider sind die meisten Krankengeschichten der jüdischen Patienten nicht erhalten. In Kaufbeuren findet sich eine sehr ausführliche Krankenakte, die in vielen Details den Leidensweg der Patienten nachzeichnet. Bertha Weil kommt aus einer Fabrikantenfamilie aus Memmingen, lebte eine Zeit lang in München bei Verwandten, befand sich seit 1929 in der dortigen Heil- und Pflegeanstalt. Ihre Verwandten kümmerten sich rührend, sie hatte ein Klavier im Zimmer. Im Winter verbringt sie regelmäßig eine Skiwoche in Begleitung einer Pflegerin in Oberstdorf. Gegen einen Aufpreis bekommt sie koscheres Essen. Doch das alles ändert sich ab Mitte der 30er Jahre. Das koschere Essen wird ihr verweigert. Der Bitte der Angehörigen, ihr wenigstens ein vegetarisches Essen zukommen zu lassen, wird nicht entsprochen. Sie muss den Namen Sarah annehmen. Ihr Radio und Schmuck wird requiriert. Besonders hart trifft es die jüdischen Patienten durch einen Erlass mehrerer Berliner Ministerien. Ab Januar 1939 kommt die örtliche Wohlfahrt nicht mehr für die Behandlung und Verpflegung auf. Zuständig war nun die freie jüdische Wohlfahrtspflege oder die Angehörigen. Auswandernde Juden konnten in der Regel aufgrund der Einwanderungsbestimmungen der aufnehmenden Länder ihre psychisch erkrankten oder behinderten Angehörigen nicht mitnehmen. Sie mussten für diese zurückgelassenen Angehörige eine finanzielle, so heißt es, lebenslängliche Sicherstellung im Voraus hinterlegen. Ab 1938 versuchten viele Anstalten und Behinderteneinrichtungen, ihre jüdischen Patienten loszuwerden. Karitative Einrichtungen, katholische, evangelische, verlegen ihre jüdischen Patienten in die großen staatlichen Heil- und Pflegeanstalten. Die Motivation ist sowohl antisemitisch wie ökonomisch. Mit Stolz melden viele Behinderteneinrichtungen, jetzt judenfrei zu sein. Datiert mit dem Tag des Kriegsbeginns, am 1. September 1939, unterschreibt Hitler den sogenannten Euthanasieerlass, in dem er seinen Begleitarzt Karl Brandt und dem Leiter seiner Reichskanzlei beauftragt, und ich zitiere jetzt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Jetzt wurde eine Verwaltungsmaschinerie in Gang gesetzt, um diesen Auftrag zu erfüllen. Bis Kriegsende wurden 240.000 Menschen von Ärzten und Pflegepersonal ermordet. Zwischen Januar 1940 und Sommer 1941 werden in 6 Anstalten des Reichsgebiets Gaskammern eingerichtet. Von Berlin aus gesteuert werden nun systematisch Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten dorthin deportiert und unmittelbar nach Ankunft mit Kohlenmonoxidgas ermordet. Der erste Transport überhaupt ging von Egelfing-Haar aus nach Grafeneck in Baden-Württemberg am 18. Januar 1940. Der erste Patient auf dieser Liste von 25 deportierten Männern war Ludwig Alexander, ein jüdischer Patient. Für die jüdischen Patienten gab es aber dann einen Sonderweg, eine Sonderaktion. Im Frühjahr 1940 wurden die Heil- und Pflegeanstalten aufgefordert, alle jüdischen Patienten nach Berlin zu melden. Wenige Monate später, im August 1940, wurden die Anstalten aufgefordert, diese Patienten in sogenannte Sammelanstalten zu verlegen. Der Leiter der Gesundheitsabteilung des Bayerischen Innenministeriums, Ministerialrat Walter Schulze, bestimmte H. Egelfing H. als bayerische Sammelstelle und auf seine Veranlassung hin wurden alle bayerischen jüdischen Patienten in den ersten Septembertagen nach Egelfing-Haar verlegt.
191 jüdische Patienten wurden am 20. September 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim deportiert und dort ermordet. Die Angehörigen bekamen erst Monate danach eine Todesbenachrichtigung mit falschen Angaben über den Sterbeort. Wieso diese verspätete Benachrichtigung? Die Verwaltung der Euthanasie-Maßnahmen in Berlin brauchte Geld und stellte noch Monate nach dem Tod der jüdischen Wohlfahrtspflege und den Angehörigen die täglichen Pflegekosten in Rechnung. Es waren jüdische Patienten, die ersten Juden, die ermordet wurden. Friedländer bezeichnet diese erste Phase der Ermordung behinderter Menschen mit Gas als Probelauf für den Holocaust. Tatsächlich wurden ab 1949 Personal der Tötungsanstalten in den neu errichteten Vernichtungskonzentrationslager in Polen tätig. Unter diesen 191 deportierten und ermordeten Patienten, jüdischen Patienten, waren 29 Münchner. Herr Häusler hat vorhin jüdische Geschäfte in München genannt, die an der Pogromnacht zerstört wurden. Auch unter den Euthanasieopfern finden sich Angehörige dieser Geschäftsfamilien, zum Beispiel Martin Stark. Seine Familie besaß die Nathan Stark Company, Tuch-, Groß- und Einzelhandelgeschäft am Stachus. Seinen Geschwistern gelang die Emigration nach Übersee. Martin aber blieb in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing zurück. Oder Fritz Kohn aus dem Modehaus Kohn in der Löwengrube. Nach 1945 gab es eine kurze Zeit intensiver Recherche von Seiten der Alliierten, besonders der Amerikaner, zur Vorbereitung der Nürnberger Ärzteprozesse. In der deutschen Gesellschaft und in der Psychiatrie gab es aber kein Interesse an einer Auseinandersetzung. Und das sollte Jahrzehnte so bleiben. Von Braunmühl war als Psychiater in Egelfing hart tätig in dieser schlimmen Zeit. Nach dem Krieg leugnete er das Geschehene und in einer Diffamierungskampagne gelang es ihm, den von den Amerikanern mit dem Auftrag der Aufklärung neu eingesetzten Direktor der Anstalt in Haar, Gerhard Schmidt, gelang es ihm, ihn seines Postens zu entheben. Er selbst wurde Direktor und sorgte dafür, dass nach seiner Amtszeit Ende der 50er Jahre ein weiterer Kollege aus der schlimmen Zeit sein Nachfolger wurde. Es gab keinen Neuanfang, es gab keine Zäsur. Für von Braunmühl wurde sogar eine Straße genannt. Erst in den 80er Jahren begann eine zaghafte, punktuelle Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen und es sollte noch weitere 2 Jahrzehnte dauern, bis diese auch eine größere Öffentlichkeit erreichte. Erst 2017 hat der Bundestag in einer Feierstunde im Rahmen des Holocaust-Gedenktags dieser Opfergruppe gedacht. Die Stadt München hat zusammen mit dem Bezirk Oberbayern ein Gedenkbuch der Münchner Opfer der Krankenmorde herausgegeben und mehrere Erinnerungszeichen für diese Opfer aufgestellt. Eine wichtige Folge des Gedenkbuches war die Entstehung einer Münchner Gedenkinitiative von Angehörigen der Opfer der Krankenmorde mit dem Ziel, die vergessenen Opfer wieder in das familiäre Gedächtnis zurückzubringen. Viele Angehörige haben sich gemeldet und es ist eine lebendige Gedenkkultur entstanden. Auch Angehörige jüdischer Patienten haben sich gemeldet. Zum Beispiel Ruth Lewinger war eine Münchner Medizinstudentin. Ihrem Bruder Fritz und ihren Eltern gelang die Emigration nach Palästina. Die hospitalisierte Ruth mussten sie aber zurücklassen, weil sie kein Visum für sie erhalten hatte. Über viele Jahrzehnte wurde in der Familie von Ruths Schicksal geschwiegen. Erst als der 88-Jähriger verfasste ihr Bruder Fritz im Jahr 1999 ein Gedenkblatt, das in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem an seine Schwester erinnert. 1919 beantragten seine Kinder, das heißt Ruths Neffen und ihre Nichten, von Israel aus ein Erinnerungszeichen, das seit dem 20. September an ihrem letzten Wohnort in der Gaußstraße in München an ihr Schicksal erinnert. Der Familie ist es wichtig,
dass nun über Ruths Leben und Ermordung gesprochen wird und nach man ihrer gedenkt. Warum denken wir heute an Bertha Weil, an Helmut Silberberg, an Ludwig Alexander, an Martin Stark, an Fritz Kohn, an Ruth Lewinger und all die vielen anderen? Wir nennen ihre Namen, um sie aus der Vergessenheit wieder in unser Gedächtnis zurückzubringen. Auch um Familien einen Weg zu weisen, ihre ermordeten Angehörigen im familiären Gedächtnis wieder lebendig werden zu lassen. Wenn wir ihre Namen nennen, teilen wir ihnen, aber auch uns allen mit, dass sie Opfer waren, dass sie nicht lebensunwert waren, ausgesondert und diskriminiert und gequält, sondern Menschen mit einer besonderen Empfindlichkeit, deren Würde auch besonders schützenswert ist. Wenn wir ihre Namen nennen, ihre persönliche Geschichten erzählen, teilen wir ihr Leiden. Dieses Mitgefühl ist die Hauptquelle des Nie wieder. Nach der Pogromnacht wurden mehr als 1000 Münchner Juden im Konzentrationslager Dachau interniert. Unter ihnen befand sich auch der Antiquar Ernst Rosenthal und sein Vater. Ernst Rosenthal schrieb aus der Haft eine Karte an seine Ehefrau Anneliese, eine Nichte von Martin Stark. 17. November 38. Meine liebe Anneliese, ich bin also hier im Konzentrationslager Dachau, wo es mir gut geht. Meine Adresse findest du umseitig. Ich darf wöchentlich 15 Mark per Postanweisung erhalten. Auf dem Abschnitt muss genau vermerkt sein, Schutzhaft, Jude, Ernst Rosenthal, geboren 25. Juni 1906, Block 8, Stube 4. Vorderhand benötige ich jedoch kein Geld, da ich noch 40 Mark besitze. Rege dich ja nicht unnötig auf, es geht mir wirklich sehr gut. Vater liegt im gleichen Raum wie ich und ist ebenfalls wohlauf. Ich hoffe dasselbe auch von dir und von den beiden Müttern. Grüße sie beide herzlich von mir und sei selbst innig umarmt von deinem Ernst. Mehr als ein Jahr bemüht sich Frieda Roth, die Schwester von Martin Stark, um ihre Emigration aus Deutschland. Intensiv versucht sie, ihre Immobilien zu verkaufen, um die hohen Sühneabgaben und die Reichsfluchtsteuer begleichen zu können. Selbst über den Erlös aus den Zwangsverkäufen ihres geliebten Felderfinger Sommerhauses und des Pasinger Hauses kann sie nicht verfügen. Deshalb gelingt ihr erst kurz vor Verfall der Schiffspassage die Auswanderung. Ein Visum für ihren kranken Bruder Martin Stark hat sie nicht erhalten können. Er blieb im NS-Staat zurück und wurde am 20. September 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim deportiert und nach Ankunft ermordet. An das Finanzamt München-Land, Herzogspitalstraße 14, betreff Auswanderung. Frau Frieda Sarah Roth, München-Pasing, Horst-Wessel-Straße 14. Nach meinem Vermögen vom 1. Januar 38 beträgt die Reichsfluchtsteuer 24.825 Reichsmark. Hierfür habe ich Sicherheit in Wertpapieren in Höhe von 25.000 Reichsmark geleistet. Die Judenvermögensabgabe ist auf 40.800 Reichsmark festgesetzt. Für diesen Gesamtbetrag ist eine Sicherungshypothek auf mein Pasinger Grundstück eingetragen worden. Ich habe den ersten Teilbetrag von 10.800 Reichsmark in Wertpapieren gezahlt. Der Rückstand für die Abgabe ist demnach 30.600 Reichsmark. Außer den vorgenannten Werten habe ich noch Ansprüche gegen das Grundstück in Felderfing, Adolf-Hitler-Straße 66, in Höhe von 7.900 Reichsmark und gegen das Grundstück in München, Karlsplatz 5, in Höhe von ca. 40.000 Reichsmark, je nach Verkaufserlös,
Beide Grundstücke sind bereits notariell verbrieft worden. Bargeld steht mir zu meiner Auswanderung nicht mehr zur Verfügung. Meine Einreise nach Australien ist mir von der dortigen Regierung genehmigt, unter der Bedingung, dass ich 200 australische Pfund Landungsgeld vorweisen kann. Die Schiffskarten sind bezahlt. Mein Gepäck ist seit Februar bereits verschickt. Ich kann jedoch nicht ausreisen, wenn ich der australischen Regierung nicht die 200 australischen Pfund Landungsgeld vorweisen kann. Hieran scheitert meine Auswanderung. Zur Beschaffung dieser australischen Pfund wären etwa 35.000 Sperrmark erforderlich. Diese kann ich nur beschaffen, wenn das Reich auf die Erhebung der Reichsfluchtsteuer in Höhe von 25.000 Reichsmark Sicherheit und auf einen Teil der Judenvermögensabgabe von mindestens 10.000 Reichsmark verzichtet. Ich bin jedoch bereit, dem Reich meine Ansprüche gegen die Grundstücke Feldafing und München für die Reichsfluchtsteuer anzubieten. In diesem Fall bitte ich um Stundung der Reichsfluchtsteuer bis zur Auszahlung der Kaufpreise aus diesen Grundstücken, die beide verbrieft sind. Die Genehmigungen stehen noch aus. Ich bitte um bevorzugte Behandlung dieses Antrags, da ich an die Zuteilung der Schiffskarte gebunden bin und die Einwanderung nach Australien auch terminbeschränkt ist, zumal ich 6 Wochen reisen muss. Ich habe aber auf der Rendsburg bei der Hamburg-Amerika-Linie für den 20. Mai gebucht, kann aber sein, dass ich ein früheres Schiff wegen Umdisposition der Schifffahrtslinie nehmen muss. Zur Erlangung des Passes habe ich bereits am 22. November 1938 mit meinem Auswanderungsantrag den Antrag gestellt, ist aber bis heute noch nicht erledigt. Ich bitte nochmals um bevorzugte Behandlung dieser eiligen Angelegenheit. Frieda Sarah Roth. München, 4. September 1940, Nummer 5236 A44. Staatsministerium des Innern an die Leitung der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. Betreff: Verlegung geisteskranker Juden. Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass vom 30.08.1940 Nummer 4G6662-40 angeordnet, dass die Juden in einer Anstalt untergebracht werden. Zur Durchführung dieses Erlasses ordne ich an, dass alle Juden am 14.09.1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar bei München zu verbringen sind. Für diese Maßnahmen kommen nur Volljuden deutscher oder polnischer Staatsangehörigkeit sowie staatenlose Volljuden in Frage. Juden anderer Staatsangehörigkeit, auch Protektoratsangehörige, sind ebenso wie Mischlinge ersten und zweiten Grades in diese Aktion nicht einzubeziehen. Die Transportkosten und die Pflegekosten in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar hat der bisherige Träger der Pflegekosten zu tragen. Der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar ist mitzuteilen, wer bis zur Verlegung die Pflegekosten bezahlt hat und welcher Tagessatz hierfür in Rechnung gestellt wurde. Im Auftrag Dr. Schulze. An das Bayerische Staatsministerium des Innern, Abteilung Gesundheitswesen. Egelfing, den 20. September 1940. Betreff Verlegung geisteskranker Juden. Zur Ministerialentschließung vom 4. September 1940. Beilagen: Ein Verzeichnis jüdischer Männer, ein Verzeichnis jüdischer Frauen. Im Vollzug der oben genannten Entschließung überreiche ich eine Liste der in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar zusammengezogenen Anstaltspfleglinge, soweit sie Volljuden deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit sowie staatenlose Juden sind. Die in der Liste angeführten geisteskranken Anstaltsjuden wurden am 20. September 1940
durch die gemeinnützige Krankentransport GmbH verlegt. Ich melde dem Staatsministerium, dass von nun an meine Anstalt nur mehr arische Geisteskranke verpflegt. Ich werde künftig die Aufnahme von geisteskranken Volljuden ablehnen. Gezeichnet Hermann Pfannmüller. Briefe von Molly Jochsberger an Anstaltsdirektor Hermann Pfannmüller nach der Verlegung der Tochter Elisabeth in eine unbekannte Anstalt. Erster Brief von Molly Jochsberger am 29. Oktober 1940 an den Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar, Dr. Hermann Pfannmüller, nach der Verlegung der Tochter in eine unbekannte Reichsanstalt. Am 21. September wurde mir mitgeteilt, dass meine Tochter Elisabeth am 20. September in eine Sammelanstalt überwiesen wurde und ich in absehbarer Zeit Nachricht über ihren derzeitigen Aufenthalt erhalten würde. Es sind nun fast 6 Wochen verstrichen und ich bin noch immer ohne jede Nachricht. Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Direktor, haben Sie doch Erbarmen mit meinem großen Herzeleid. Mein Mann ist nach Amerika ausgewandert. Meine jüngere Tochter arbeitet als Dienstmädchen in England und ich bin bei meinem kranken Kind hier geblieben. Und es macht mir unendlichen Kummer, nicht zu wissen, wo es sich aufhält und wie es ihm geht. Wenn es Ihnen möglich ist, sehr geehrter Herr Direktor, dann lassen Sie mir doch bitte einen kurzen Bescheid zukommen, um mich von dieser qualvollen Ungewissheit zu befreien. Für Ihren gütigen Bescheid im Voraus, verbindlichst dankend, empfehle ich mich Ihnen ergebenst. Zweiter Brief von Molly Jochsberger am 12. Januar 1941 an den Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar, Dr. Hermann Pfannmüller. Nach meinem letzten Besuch bei Ihnen habe ich mich auf Ihren freundlichsten Rat nochmals nach Berlin ans Innenministerium gewandt, habe leider keine Antwort bekommen. Mit dem gleichen negativen Resultat habe ich 4-mal an die Anstalt in Chelm, Lublin, geschrieben. Dagegen habe ich von 2 anderen polnischen Anstalten den Bescheid bekommen, dass meine Tochter nicht dort sei. Wo kann ich sie nun noch suchen? Sie hatten im Herbst die Freundlichkeit, mir schreiben zu lassen, dass Sie meine Anfrage an die betreffende Transportgesellschaft weitergeleitet haben. Ist es nun sehr unbescheiden von mir, wenn ich Sie um die Adresse dieser Gesellschaft bitte? Vielleicht habe ich doch Erfolg, wenn ich mich dorthin wende. Sie sind vielleicht selbst Vater, verehrter Herr Direktor, und können wohl begreifen, dass ich qualvolle Monate mit schlaflosen Nächten in der furchtbaren Sorge um mein geliebtes Kind durchmache. Abgesehen von der schlimmen Tatsache, dass mein Mann und meine andere Tochter weiter fort sind. Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie nochmals belästigt habe, aber ich konnte mir nicht anders mehr helfen. Haben Sie, sehr verehrter Herr Direktor, vielen herzlichen Dank für die Ihnen verursachte Mühe. Ich empfehle mich Ihnen ganz ergebenst. Molly Jochsberger lebte noch bis 1941 in der Wohnung in der Tenkstraße 27. Am 1. November 1941 musste sie in die Blumenstraße, in den Hochbunker, umziehen. Am 20. November 1941 wurde Molly Jochsberger mit 1000 anderen Münchner Juden nach Kaunas deportiert und nach Ankunft erschossen. Thank you.